Schon seit seiner Kindheit kannte Pitki Lars die Moselregion. Als er sah, dass das Schloss zum Verkauf stand, konnte er nicht widerstehen. Wir wollten eigentlich selber genießen, durch hier zu wohnen, längere Zeit im Jahr. Und dann den Rest des Schlosses Apartments machen und verkaufen an Bekannten oder Interessenten. Das war der erste Plan eigentlich. Dann haben wir nochmal geguckt, ob wir da ein Pflegeheim draus machen, was wir dann mit betreiben. Und zum Schluss haben wir dann, was es jetzt wird, ein 5-Sterne-Hotel draus gemacht. Weil es schöner ist, um ein 5-Sterne-Hotel zu betreiben, weil da mehr Fröhlichkeit ist. Die Menschen freuen sich, an der Mutter zu kommen. Oder ein Pflegeheim, da müssen die Menschen da sein. Vor 6 Jahren hatte der Unternehmer gerade viele seiner Firmen verkauft und so das nötige Kapital für das Schloss und den Umbau. Mittlerweile hat er für sich die Remise, wo einst Pferde und Kutschen standen, als Zweitwohnsitz umgebaut. Hier lebt er mit seiner Verlobten, während er die Renovierung überwacht. Sein Wohnzimmer ist der ehemalige Pferdestall. Gerne studiert er die Geschichte der Erbauer von Schloss Lisa, der industriellen Familie Puricelli. Die Puricellis waren eine ursprünglich italienische Familie. Da lebten ein Mann und eine Frau mit Kindern und sich Angestellte. Also man hatte einen Rittmeister, einen Stallmeister, einen Kutscher. Jedes Kind hatte ein Kindermädchen, so wie es sich gehört in die damalige Zeit. Die einzige Erbin heiratet einen hohen preußischen Regierungsbeamten. Baron Schorlemmer wurde später Staatsminister, war gut mit Kaiser Wilhelm II. Befreundet. Der kam oft zu Besuch. Nur warum? Es gehen natürlich unheimlich viele Geschichten durch dem Dorf. Also ich möchte mich da als Ausländer, sage ich mal sagen, nicht zu äußern, ob da Wahrheit ist oder nicht. Aber die laufen auseinander von Jagd bis zu den netten Moselmädchen. Nette Moselmädchen? Auch Pitki Lars konnte wohl deren Charme nicht widerstehen und hat sich mit der Moselanerin Anja Moorbach verlobt. Für ihn hat die Unternehmerin ihren Online-Weinhandel verkauft. Im Schloss leitet sie die Innenausstattung und sucht bei Antiquitätenhändlern nach passendem Mobiliar. Finden Sie nicht schön auf? Das Schloss war damals im französischen Stil eingerichtet und darum schaue ich auch, dass ich Möbel finde, die in dem Stil entsprechen, wie jetzt zum Beispiel hier im Schrank im Louis XV Stil mit zarten, geschwungenen Schnitzereien und sehr vielen Details. Ein femininer Stil, der auch mit den Details vom Schloss, die auch an der Fassade sich widerspiegeln, harmoniert. Einige der Zimmer und Suiten sind fast fertig. Aber die antiken Möbel von einst entsprechen nicht so ganz dem Hotelstandard von heute. Speziell bei den Möbeln. Die Betten damals waren viel schmaler, meistens nur 1,40. Und darum haben wir das Vorderteil vom Bett an das Hinterteil mit angebracht, um auf die 1,80 zu kommen. Und natürlich, um es passend zu machen für die Boxspringbetten, die im 5-Sterne-Bereich beliebt sind. Viele neu gekaufte Antiquitäten und seltene Originale, Überbleibsel der industriellen Familie Puricelli, wie dieser gusseiserne Ofen. 20 Millionen Euro hat Pitki Lars schon investiert. Ein Ende der Kosten ist nicht abzusehen. Er hat schon viele historische Gebäude in den Niederlanden restauriert. Ich habe noch nie ein Schloss umgebaut. Das ist schon etwas größerer Schwierigkeitskomponent als ein normales altes Gebäude. Was sind so die Schwierigkeiten? Schloss Lisa hat unheimlich viele Details. Das Gebäude ist jeder Quadratmeter ist anders gestaltet und das fordert immer wieder neue Techniken, um das zu renovieren. Es kommen immer wieder neue Fragen auf, wie, was ist das für Material, wie macht man das? Das ist die Schwierigkeit von Schloss Lisa. Im nächsten Sommer würde Pitki Lars gerne fertig werden, um Schloss Lisa als 5-Sterne-Superior-Hotel zu eröffnen. Ob das klappt? Herzlich willkommen auf Schloss Hohenstatt. Unser Schloss befindet sich seit fast 500 Jahren im Familienbesitz. Und ich habe das große Los gezogen, das Schloss weiterzuführen. Ich habe immer geträumt von einem schön saniertes Schloss. Wie Sie werden gleich sehen, haben wir allerdings unheimlich viel Arbeit vor uns.
Anne, Gräfin Adelmann, kam vor 3 Jahren von Amerika nach Hohenstatt auf das Schloss. Ihren Mann, Graf Adelmann, hatte sie während des Studiums in Amerika kennengelernt. Und nach der Heirat ist sie ihm in seine Heimat gefolgt, um gemeinsam mit ihm die große Herausforderung als Schlossherrin anzutreten. Als ich ihn erst gesehen, ich war verliebt auf den ersten Blick. Und dann wir sind irgendwann für Kaffee gegangen und dann irgendwann er sagt zu mir, oh, es gibt etwas, das Sie sollten sagen. Also irgendwann beim ersten Date. Ja, ja. Und dann er sagt, meine Familie wohnt in einem kleinen Dorf, in einem kleinen Schloss. Und ich habe gedacht, er lügt mich an. Doch dann kam die Amerikanerin das erste Mal zu Besuch nach Hohenstatt. Wir sind hier reingefahren und er ist aus dem Auto gekommen und er hat gesagt, Annie, schau mal das an, das gehört meiner Familie. Und ich war ganz stumm. Und er dreht und schaut mich an und er hat gesagt, ja, was ist los? Und ich habe gesagt, ja, ich habe etwas wie Disney Neuschwanstein erwartet. Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht. Ich habe etwas, ich glaube, mittelalterlich vorgestellt. Im Mittelalter? Da hatte der Adel noch seine Diener und Gefolgschaft. Heute sieht das gräfliche Leben der Adelmanns anders aus. Sie müssen ran. Bei Hochzeiten, die auf dem Schloss gebucht werden können, machen sie die kompletten Vorbereitungen selbst. Sie kümmern sich um jedes Detail. Meistens arbeitet das Ehepaar Hand in Hand. Ich habe das vorgestellt wie dieses Disney-Film Plötzlich Prinzessin, wo jemanden wird mir unterrichten, da steht man richtig und da sitzt man richtig und das ist die richtige Löffel und Messer und Gabel. So habe ich mir das geträumt und das ist gar nicht. Was ist jetzt los? Noch vor 100 Jahren hätte Anne Gräfin Adelmann gute Chancen gehabt, so ein Leben zu führen. Da wäre die Vermietung des Rittersaales noch undenkbar gewesen. Gefeiert wurde zwar auch hier, aber da lud die Grafenfamilie dazu ein und der Adel blieb unter sich. Und heute finden hier wilde Partys statt. Oder nicht? Wild ist hier sowieso nicht erlaubt. Da muss man immer drauf schauen. Meine Eltern sind genau unter uns. Die hören das natürlich, jeden Schritt, den man hier oben macht. Und da muss man auch schauen, dass da nichts kaputt geht durch die Schwingungen im Boden. Wenn man auf einer Seite vom Rittersaal läuft, spürt man es teilweise auf der anderen Seite. Vor 3 Jahren hat Nikolaus Graf Adelmann, der Senior, die Geschäfte an seinen Sohn und damit an die 25. Generation übergeben. Seine anderen Kinder konnten sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, das in die Jahre gekommene Gemäuer zu übernehmen. Nur sein Sohn Reinhard zögerte nicht. Das sollten wir, wenn. Ja, da bin ich unheimlich froh natürlich. Es ist keine Schadenfreude jetzt, dieses Lachen. Es ist ja nicht immer ganz einfach, sowas weiterzugeben. Wenn man das wirtschaftlich betrachten würde, kann man das vergessen. Da muss man schon viel Herzblut mit reinstecken. Herzblut für diesen alten, schönen Heckengarten im französischen Stil. Über 7000 heimische Büsche, 4000 Rosenpflanzen und das Lusthaus machen ihn zu einer Attraktion in der Region. Und um alle Pflanzen im Heckengarten kümmert sich der Schlossherr auch höchstpersönlich. Da kommen einige Stunden Arbeit zusammen. Schwer zu sagen, einmal Vollzeitarbeit, also 8 Stunden Arbeit am Tag. Und dann in der Firma, wo ich arbeite. Und dann noch 4-5 Stunden vielleicht daheim. Wir kommen rein zu einem von den ältesten Heckengartens in ganz Europa. Dieses Garten war erst erwähnt in 1549 in einem Familienbuch und dann später barockisiert in 1765. Fast 95% von der Arbeit hier im Garten ist mit unseren eigenen Händen. Das bedeutet, mein Schwiegervater macht den Rasenmähen, mein Mann hat übernommen den Heckenschnitt, ich darf Unkraut jede Menge und das macht dann wirklich viel Spaß. Hier sind Linde. Anne Gräfin Adelmann übernimmt die Führungen durch den Schlosspark. Sie ist sich ihrer Verantwortung als Gräfin bewusst. Das wird dann brauchen wir 7 bis 8 Geräte. Ich denke, wenn man hört meinen Nachname, Gräfin Adelmann, hat man bestimmte Erwartungen. Und ich denke auch manchmal, vielleicht die Vorfahren schauen unten und ich weiß nicht, ob die den Kopf schütteln oder ob die sagen, bravo, sie machen es richtig. Gräfin Adelmann hat die Führungen von ihrem Schwiegervater übernommen.
Ich habe mich sehr davor interessiert und ich habe Führungen vielleicht 10 Mal mit seinem Vater mitgemacht. Und ich habe immer gefragt, immer wieder, hast du wieder eine Führung? Und ich bin einfach da hinten die Gäste gestanden und dann später habe Notiz gemacht. Und die Gäste genießen es, von der charmanten Gräfin die Schlossgeschichten zu erfahren. Es ist natürlich super, dass wir hier, wenn unsere Cousine aus Chicago zu Besuch ist, dass wir ihr einfach dieses Schloss hier zeigen können. Gerade auch, dass auch die Annie Amerikanerin ist. Dann versteht sie auch alles. Super. Auch diese Momente gibt es auf Schloss Hohenstatt. Spielen mit Töchterchen Philomena. Sie ist die nächste Generation, die im Schloss aufwächst. Für ihre Eltern mit ein Grund, an ihren Visionen für Schloss Hohenstatt festzuhalten. Ich denke, 2 Sachen motivieren uns. Erstmal, wir haben gelernt, wir sollten Sachen gemeinsam machen. Wenn wir machen es gemeinsam, dann es macht Spaß. Mhm. Und dann das zweite Ding ist, wir beiden überlegen, wie wir wünschen, das Leben für unsere Kinder zu sein. Ja, wenn Philomena kann alles übernehmen und muss nicht arbeiten, wie wir arbeiten, das ist eine große Motivation. Manchmal sind Graf und Gräfin Adelmann aber auch froh, wenn sie nicht auf das Schloss, sondern in das schöne Kochertal schauen. In das Schloss von jeder Perspektive, ja. Egal wo wir hinlaufen. Und hier können wir einfach in die Weite sehen und träumen. Ja. Und vielleicht erscheint in ihren Träumen dann auch wieder das Schloss. Mitten in der Vulkaneifel in Dreisbrück liegt die Burg Dreis. Vor 3 Jahren habe ich diesen Traum gefunden. Ein einfacher Sonntagsausflug in die Eifel endete mit dieser Burg, mit den weißen Türmchen, in die ich mich sofort verliebt habe. Hans-Günther Hoffmann von Gurecki-Kornitz hat die Burg Dreis wieder zu einem Schmuckstück gemacht. Und das an arbeitsreichen Wochenenden, denn unter der Woche führt der Malermeister seinen Betrieb im Siegerland. Seinen adligen Namen hat der 53-Jährige von seinem Ehemann, Jacki von Gurecki-Kornitz. Der spielt in Köln das Hänneschen am Hänneschentheater. Nach dem Hänneschen hat Hans-Günther Hoffmann von Gurecki-Kornitz dann auch sein Burgcafé benannt. Das öffnet seine Pforten seit 2 Jahren immer am Wochenende und ist mittlerweile weit über den Ort hinaus bekannt. Ich hatte vorhin ja von oben gesehen, da hat ihn schon gefallen. Was er anpackt, das gelingt dem neuen Burgherrn. Und handwerklich geschickt hat er in der Burg überall selbst Hand angelegt. Anders hätte er sich seinen Traum auch nicht erfüllen können. Ich habe dieses Gebäude gesehen. Zum ersten Mal und hatte dann aber schon im Kopf, wie es fertig aussehen sollte. Und eigentlich bin ich auch stolz drauf. Es ist alles so, wie ich es eigentlich von Anfang an im Kopf gehabt habe, wie ich mir es vorgestellt habe. Ich hatte natürlich auch den Vorteil, ich musste auf niemanden achten. Ich habe hier wirklich meine Fantasie spielen lassen. Alles könnte so schön sein, aber es gibt doch ein Problem. Der Ehemann, Jacki von Gurecki-Kornitz, wohnt in Köln. Und wenn er seinen Mann jetzt sehen will, muss er in die Eifel kommen. Die gemeinsamen Wochenenden, die sie vor dem Burgkauf in Köln immer hatten, sind rar geworden. Samstags und sonntags muss der Schauspieler in Köln das Hänneschen spielen und kann deshalb nicht auf die Burg kommen. Ja, du warst ja lange nicht hier, also. Die ist neu. Ja. Ich habe mir jetzt schon gedacht, die neue, die kenne ich noch. Die ist doch schön, oder nicht? Ich finde die auch toll. Aber das ist nicht meine Welt, weil das ist einfach, ich bin reiner Stadtmensch. Ich bin in der Stadt groß geworden, ich lebe mitten in der Altstadt, habe natürlich durch meinen Beruf im Theater immer mit Menschen zu tun. Und die Burg ist natürlich schon, wie sagt man, ein Dorn im Auge. Das war so schon immer eine reine Wochenendbeziehung. Und jetzt sind die Wochenenden eigentlich auch noch drauf für die Burg. Von meinem Standpunkt, und das diskutieren wir sehr oft, ist es einfach so, dass sich der Stadtmensch ein bisschen aufs Land bewegen muss. Der Dreiser Burgherr würde seinen Mann gerne öfter auf der Burg sehen, auch wenn es nur mal eine Stippvisite ist. Aber dazu ist dem Schauspieler die Anreise oft zu aufwendig. Aber der passt sich doch schön hier in die ursprüngliche Mauer ein. Ich kann ja mich mal eben von Köln mal schnell hier rüberkommen. Das ist schon dann noch ein bisschen weiter. Ne? Und da fährt man nicht morgens hin und abends zurück. Da kommt natürlich dazu, dass der Kölner auch sehr stadtgebunden ist. Gut. Und alles, was außerhalb Kölns liegt, ich sag mal maximal eine Viertelstunde mit dem Auto außerhalb Köln,
da packt der Kölner schon einen Koffer. Das ist für den schon eine Reise. Und so kabbeln sich die beiden immer wieder aufs Neue. Schon perfekt. Alles gut. Man kann natürlich auch das Zusammenleben bei der Arbeit genießen. Und das ist eben mal nicht sein Ding. Also muss ich die Zeit, die fürs Arbeiten drauf geht, alleine verbringen. Und der Handwerker sucht sich immer neue Herausforderungen. Zum Beispiel Torten zu backen für sein Kaffeehännischen. Die macht er alle selbst. Das wollte vorher keiner glauben. Dann hat natürlich jeder, meine Mutter, mein Partner, jeder hat gesagt, Freunde, du kannst nicht für einen Kaffee backen. Das ist überhaupt nicht möglich. Und je mehr meine Freunde und Familie dagegen gesprochen haben, umso mehr wächst dann der Ehrgeiz in mir. Und das beweise ich jetzt allen, dass das geht. Schwarzwälder Kirsch und Co., der neue Burkhardt, zaubert wahre Kunstwerke. Im Hennischen-Café gehen die weg wie, naja, warme Semmeln. So manche Hausfrau kommt jetzt lieber am Wochenende hierher, statt selbst zu backen. So auch Martha von gegenüber. Ist in Ordnung, finde ich. Brauche ich dann selber nicht mehr zu machen. So gehe ich hier hin, setze mich hier hin, esse mich satt. So ein paar nette Worte kriegt man gesagt. Okay, ich finde okay. Ist eine Bereicherung fürs Dorf, aber wirklich, sind alle sehr froh. Und der Malermeister fühlt sich pudelwohl in der neuen Gemeinde. Schon wieder hat er neue Pläne. In eine Nische der Burg möchte er eine Heiligenfigur stellen und die Burg segnen lassen. Obwohl das Ganze ja hier mein Traum ist und auch immer bleiben wird, hat die ganze Sache hier ja auch gewisse Schwierigkeiten aufgeworfen. Und um die ganze Sache dann auch wirklich perfekt zu machen, denke ich mal, gehört auch der Segen Gottes dazu. Und das eben in Verbindung mit einem Heiligen, mit dem heiligen Josef. Und das auch dann mit einem Tag der Segnung für das Gebäude, für das Café, für die Burg. Ein Zimmermann mit Heiligenschein als Schutzpatron für die Burg Dreis. Wie die Burg gesegnet wird, davon später mehr. Ein Haus zu öffnen, was ein Kulturgut ist und was eine europäische Architektur hat und europäische Künstler hat hier. Wenn man nur die materiellen Dinge sieht, stirbt es irgendwann. Und alle Schlösser, die nicht von einem Geist erfüllt sind, sind irgendwann tot. In der zweiten, dritten, vierten Generation. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss so einen Besitz verbinden mit einer geistigen Idee, mit einer menschlichen Idee. Und dann kann es leben. Alte Gemälde hat der Baron so viele, dass er schon gar nicht mehr weiß, wohin mit ihnen und sie immer wieder umhängt. Vorfahren, Vorbesitzer. Eines der wichtigsten für ihn ist das Porträt von Elisabeth von zur Mühlen, der Frau, die ihn zum Schlossherrn machte. Das ist meine Tante Elisabeth von zur Mühlen, geborene Geiling, die mich, als ich ein junges Kind war, quasi hier aufgenommen hat, beschlagnahmt hat. Sie hat sozusagen gesagt, der Bub gehört mir. Und ich fand das eigentlich ganz toll, hier sozusagen auf einem Schloss akzeptiert zu sein. Und obwohl meine Eltern hier nicht wohnten, bin ich immer gependelt hin und her. Und als sie dann starb, war ich der Erbe von hier. Dank seiner kinderlosen Großtante wurde der Baron so schon mit Anfang 20 Schlossherr und Land- und Forstbesitzer. Doch erst vor 30 Jahren zog er ganz hierher. Seitdem haucht er dem Schloss seinen Geist ein, öffnet die Türen für Kultur und die Ebneter Kinder. Die Schüler aus der nahegelegenen Schule kommen zur Bewegungspause und joggen zwischen den Statuen des berühmten Barockkünstlers Wenzinger. Das macht mir auch Freude, vor allen Dingen, wenn vormittags in den großen Pausen also an die 100 Kinder hier spielen. Finde ich toll. Okay. Regelmäßig ist auch der Storchenvater Hagen Späth im Park. Er hat im Breisgau Störche wieder heimisch gemacht. Nach Ebnet kommt er, um die Entwicklung der Jungvögel per Webcam festzuhalten. Mit den Aufnahmen konnte er schon viele für sein Storchenprojekt begeistern. Ich hatte vor 11 Jahren einen Traum, dass ein Storch in Ebnet ein Nest sucht.
Also wirklich, ungelogen. Und am nächsten Morgen war der Storch da und hat ein Nest gesucht und ging auf eine Pappel, dann auf eine Weimutskiefer und hat dann dort Hochzeit gefeiert mit seiner Partnerin. Und seitdem gibt es in Ebnet, erstmals seit Menschengedenken, gibt es überhaupt Störche, bis heute. Die waren früher auch nie da. War niemals hier. Ja, das hat also keine gegeben. Ja. Ja. Auf Schloss Ebnet sind auch schon viele Künstler heimisch geworden. Musiker und mittlerweile auch die Schriftstellerin Simone Harre. Die gebürtige Freiburgerin hat schon zahlreiche Bücher über Glück geschrieben. Auf das Schloss kam sie das erste Mal zu einer Lesung und befreundete sich mit dem Baron. Mittlerweile arbeitet Simone Harre an einem neuen Buch über das Glück in China. An Schloss Ebnet gefällt ihr, dass es so unordentlich ist. Also das ist so unprätentiös hier. Die Bilder hängen krumm und schief und es ist voller Liebe und voller Geschichte. Und man merkt, dass da halt einfach gelebt wird und nicht, dass man hier irgendwelche Marmorstatuen hingestellt hat. Und das, also das ist einfach sehr, sehr menschlich hier. Ich bin der Herr Baron hier. Der Herr Baron öffnet sein Schloss auch gerne für Asiaten. Gemeinsam mit Simone Harre richtet er ein Essen für Chinesen aus, die in Freiburg leben. Der Storchenvater gehört zur Familie. Deutscher Kopfsalat und chinesische Spezialitäten. Völkerverständigung auf Schloss Ebnet. Das ist vom Oberbürgermeister der Stadt Qingdao an die befreundete Stadt Freiburg. Und da war ich vor einem Jahr und habe einen Anstandsbesuch gemacht. Als Vertreter der Stadt Freiburg. Ja, steht auch für Schönheit. Für Schönheit, ja. Ja. Für Musik, Kultur. Ja, Musik, Kultur, auch für Lebendigkeit. Aber das ist aber gut, weil ich bemühe mich ja um die Städtepartnerschaft zwischen Freiburg und Qingdao. Oh, das ist ja super. Hm. Und ich möchte, dass die eine kulturelle Basis hat und nicht nur eine wirtschaftliche. Ne? Und das ist ja prima. Ja? Gut, jetzt wissen es alle Chinesen. Schloss Ebnet. Ein Schloss, in dem sich fremde Kulturen annähern und ein Ort, an dem die Kunst einen großen Platz einnimmt. Und so haben auch die Hauskonzerte eine lange Tradition. Sein Schloss mit Leben zu füllen, das schafft der Baron immer wieder. Auch auf ungewöhnliche Art. Schloss Kevenich in der Südeifel. Ein Schmuckstück aus dem 13. Jahrhundert. Jahrelang stand es leer, bis es ein Dachdecker aus Luxemburg entdeckte. Ich habe ein Lager gesucht und ein Schloss gefunden. Und seitdem ist alles anders. Von außen ein Juwel. Innen eine Baustelle in ganz großem Stil. Der Dachdecker Francis Weyrich fand das Schloss in diesem entkernten Zustand vor. Es war halt alles kaputt und irgendwie, weil wir auch von der Arbeit her viel mit solchen alten Schlössern auch zu tun haben, hat das mir ein bisschen leid getan. Was für eine Herausforderung. Und dabei hatten seine Frau und er vor 3 Jahren erst geheiratet. Jeder von ihnen brachte 2 Kinder mit in die Ehe. Und das sollte das neue Zuhause werden? Du hast das Fotos gemacht. Ich war das erste Mal überhaupt nicht dabei. Er kam mit den Fotos nach Hause. Und ich habe Nein gesagt. Wir hatten ein schönes Einfamilienhaus in Luxemburg. Das Gesindehaus neben dem Schloss war der Grund, warum Denise Weyrich schließlich doch zustimmte. Es war noch intakt. Hier konnte die Familie wohnen und die Sanierung Schritt für Schritt angehen. Aber würde ihre Liebe diese Herausforderung überstehen? Ganz zu Beginn hatte ich meine Freundin mitgebracht und die hat nur gestaunt und überhaupt nichts gesagt. Und andere Freundschaften auch, Freunde auch, die haben auch gesagt, haben am Anfang überhaupt nichts gesagt. Und man hat auch gesehen, die waren auch überfordert. So ein neues gemeinsames Dach schweißt zusammen. Fast täglich brüten die Schlossherren über den Plänen. Wie sollen die Zimmer verteilt werden?
In kleinen Schritten geht es weiter. Und dabei kommen immer wieder Schätze zum Vorschein. Also für uns, was ganz klar ist, dass für uns beide wurde es eine Lebensaufgabe. Und dass wir unsere Ziele haben, wo wir sagen, okay, dieses Jahr machen wir das oder das. Damit es im Winter im Schloss warm ist, hat der Dachdeckermeister Francis Weyrich eine ökologische Heizanlage gebaut. Die Krankenschwester Denise hat im Schloss ihre Liebe zum Gärtnern entdeckt. Ein Hobby, das sie im Schlosspark im großen Stil ausleben kann. Im Schloss hat jeder seinen eigenen Bereich. Also bei den Blumen halte ich mich komplett raus. Ja. Ich darf Rasen mähen. Ja, ja, ja. Im Schloss gibt es auch für die drei Söhne der Patchwork-Familie jede Menge zu tun. Beim Bodenplatten verlegen machen sie mit, ganz selbstverständlich. Und auch bei den meisten anderen Sanierungsarbeiten sind sie mit im Boot. Zu tun gibt es hier jede Menge für sie. Ich habe sehr gut gemerkt, dass die Kinder mal eine Aufgabe im Leben hatten. Die sind sonst zur Schule gegangen, haben nur Nintendo, Fernseh, Internet, Handy. Und die sind ja mit 13 Jahren, geht man in Luxemburg auch nicht raus, Fußball spielen. Man hat nur noch Daumen- und Fingerübung und die waren begeistert, als die dann mit einem kleinen Hoflader fahren konnten und Bohrmaschine, Schrauber. Ich habe auch selber die Motorsäge genommen und wir haben in der Familie sehr, sehr viel hier gearbeitet, Stunden und Stunden gearbeitet. Und das hat unsere Familie viel mehr zusammengebracht. Für die Söhne Luc, Nick und Thierry ist die Baustelle Schloss ein riesiger Abenteuerspielplatz. Ich denke eher, dass es eher ein Vorteil ist, dass man so viel Platz hat und viele Möglichkeiten hat, seine eigenen Ideen auch mit einfließen zu lassen. Eine Wohnung zum Beispiel, vielleicht noch ein Kinoraum, irgendwas, weil hier sind weniger Fenster verbaut, irgendwie sowas. Das kommt dann immer, während man das ändert. Die vielen Stunden Arbeit auf Schloss Kevenich haben auch schon Früchte getragen. Im Erdgeschoss sind 4 wunderschöne Räume entstanden. Die wollen Denise und Francis Weyrich in den nächsten Monaten beziehen. Wie die beiden vom Gesindehaus ins Schloss ziehen, davon später mehr. Schloss Liese im März 2016. Noch immer sind die Handwerker überall bei der Arbeit. Für das Luxushotel muss das Interieur perfekt sein. Sogar die Küche wird nostalgisch mit Retro-Kacheln und braunem Fußboden. Besuch hat sich angekündigt. Maria Koch hat früher auf diesem Schloss gelebt, als Gesellschafterin der letzten Baronin. Schlossherr und Unternehmer Pitt Kilar sucht den Kontakt zu früheren Bewohnern, denn er will möglichst viel über die Geschichte seines Schlosses erfahren. Frau Koch, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie die Zeit hatten, um hier zu kommen. Herr Kilar, Sie freut mich auch sehr. Freut mich von ganzem Herzen. Schön. Und hier. Ich bin ganz gerührt. Das ist so was jetzt von hier erlebe. Ja, Sie waren so lange im Schloss. Noch das erlebe jetzt hier im Schloss. So. Schön. Ja. Ja. Maria Koch hat das Leben im Schloss geliebt. Viele interessante Menschen lernte sie hier kennen. Künstler, Musiker, Geistliche. Sie war immer an der Seite der Baronin. Das war unser Wohnraum hier, ja, der große Wohnraum, und das war auch, sagen wir mal, auch gemütlich warm. Und hier, ja, wie soll ich das sagen, es war einfach schön. Die ehemalige Gesellschafterin teilte schöne und besinnliche Momente mit der Baronin. Sie ist, wie sie, sehr gläubig. Maria Koch war zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Baronin da. Ich war immer dabei, und auch wenn Gäste da waren, da dachte ich auch, heute Abend kannst du ja mal ein bisschen im Zimmer was lesen und so. Habe ich auch gemacht und war auch manchmal schon eingeschlafen.
Und dann kam sie, hat das noch gelobt, Mariechen, schläfst du schon? Und dann kam sie mir noch erzählen, was sie so am Abend gesehen haben. Im Fernsehen oder sich so, jetzt können sie mir das noch alles erzählen. Ja. Das sehen Sie, so war die Beziehung, gell? Mutter und Kind. Mutter und Kind, ach Gott. Als Maria Koch auf dem Schloss lebte, sah die Kapelle noch ganz anders aus. Sie hatte graue Wände. Die Wandmalereien lagen unter Putz. Pitki Lars ließ sie wieder freilegen. Der Ausgangspunkt ist doch, dieses Haus wieder ganz herzustellen, wie es 1885 gebaut ist. Und da war diese Kapelle so bemalt, wie sie jetzt ist. Und als wir hier reinkamen, die Kapelle war ganz grau. An sich schön, aber ganz grau, mit nur die Bleiverglasungen, die auch ziemlich so schrottet waren, haben wir gesagt, ja, das kann man nicht liegen lassen. Pitki Lars will nicht nur die Kapelle, sondern das gesamte Schloss überall so renovieren, dass es wieder aussieht wie zu Kaisers Zeiten. Wir hatten eigentlich erhofft, dass wir so 1. Juni jetzt soweit waren, um offen zu gehen zu können, zumindest ein Pre-Opening. Das schaffen wir nicht. Ja, wir haben ungefähr 4 bis 6 Wochen sicher Verspätung aufgelaufen. Und für großes Öffnung, das schaffen wir sowieso nicht in diesem Sommer. Das ist einfach Verspätung in die Bauarbeiten wegen der Komplikation der Bausubstanz. Natürlich hat man den Druck. Das ist natürlich immer der Streitpunkt. Schnellstmöglich eröffnen oder alles gründlich machen? Der Unternehmer will sein Schloss perfekt restaurieren. Die Zeit und das Kapital hat er dafür. Aber nicht jeder kann so einfach mal das komplette Schloss restaurieren. Nicht weit von Ludwigsburg liegt Schloss Burg Schaubeck. Vor mehr als 100 Jahren kam es durch Heirat in den Besitz der Adelmanns. Mittlerweile leben sie hier in der 5. Generation. Michael Graf Adelmann und sein Sohn Felix. Glücklicher Schlossbesitzer auf jeden Fall. Auch wenn es offensichtlich ist, dass sowas nicht ein reines Märchen ist, sondern einfach auch viel von uns immer wieder fordert. Vor 4 Jahren übernahm Graf Adelmann Junior die Burg und das dazugehörige Weingut. Seitdem führt er den Betrieb. Davor hat er verschiedene Berufserfahrungen gesammelt, auch in der Unternehmensberatung. Ich hätte ihn gerne so, die wollten 12 Flaschen. Ja, also ich rede nicht schlecht über den Berufsstand, aber für mich als Person wäre das nichts, was ich für irgendein Gehalt der Welt den Rest meines Lebens hätte tun wollen. Und das war auch ein entscheidender Punkt, um wieder weiter zu merken, Mann, zum Glück habe ich das Weingut. Aber so ein Rad in der Mühle, 70-Stunden-Woche, gut, die habe ich heute auch locker, wenn nicht mehr als damals sogar noch. Aber ich weiß wenigstens, wofür ich es tue, nämlich für meinen Betrieb. Vor 1,5 Jahren hat Felix Graf Adelmann das oberste Stockwerk der Burg bezogen. Die meisten der Erbstücke hat der Graf behalten. Antiquitäten mistet man nicht mal ebenso aus. Dafür sind sie dann doch zu schön. Die antike Tapete aus dem Elsass runterzureißen, geht nicht. Auch wenn sie Spuren der Zeit zeigt. Und ganz ehrlich, ein bisschen Patina, ob das jetzt eine Tapete, ein Haus, ein Auto, eine Uhr oder was auch immer ist, was Zeitgeschichte in sich trägt, ist doch schön, wenn man es auch sieht, wenn es dabei nicht kaputt geht. Und das finde ich einfach toll, wenn man sieht, dass etwas alt ist, wenn es dann auch alt ist. Als er Burgherr wurde, zog er in die ehemalige Wohnung seiner Großeltern. Neue Farbe an den Wänden. Und neben den Antiquitäten auch moderne Bilder. Seine eigenen Kunstwerke. Graf Adelmann renoviert nur langsam. Er muss den kompletten Unterhalt des Schlosses aus dem Weingut finanzieren. Da heißt es clever wirtschaften. Aber momentan, solange das noch geht, tun wir alles dafür, um dieses Haus weiter zu erhalten. Denn
Man kann so ein Haus nur erhalten, zumindest wenn man das privat macht, indem man es bewohnt. Zum einen, weil man dann merkt, wo die Probleme sind, und zum anderen, weil man gezwungen ist, zu reagieren und auch zu investieren. Aber die Adelmanns lassen auch schon mal fünfe gerade sein und renovieren nur da, wo es dringend notwendig ist. Kaputte Dächer und Wasserleitungen? In einer Burg kostet das einiges mehr als im Einfamilienhaus. Zum Glück geht es manchmal auch mit einfachen Mitteln, so wie bei den Fenstern. Da haben wir ein echtes Problem gelöst, auf eine elegante Weise. Denn diese Einfachverglasung, die wir dahinter sehen aus dem 16. Jahrhundert, war so dünn, dass wir gerne im Winter auch mal Eisblumen hatten. 3 Grad auf dem Flur, also so wie man sich das im schlechten Fall vorstellt. Und da ist jetzt einfach hier ein passgenauer Rahmen gemacht worden, Isolierglas rein, davor geschraubt. Und die kommen dann im Frühjahr, wenn es wärmer wird, einfach wieder raus. Viel Arbeit, so eine Burg. Als Kind war sie Felix Graf Adelmann ein Urlaubsparadies. Als er 11 war, haben sich seine Eltern getrennt und er kam immer in den Ferien. Nach der Schule ist er viel in der Welt herumgekommen, hat in Hamburg, Madrid und London studiert. Ich war sehr froh, als er mir das erklärt hat, vor bald 15 Jahren, dass er es machen wird und will. Und es war nicht selbstverständlich, ich habe ihn da nicht hingedrängt, denn wenn man die Leute da hindrängt, dann haben sie auch nicht das Durchhaltevermögen. Offenbar hat er es auch verstanden, seinem Sohn das Leben in der Provinz schmackhaft zu machen. Investiert hat Felix Graf Adelmann vor allem in seine Küche. Wenn er Zeit hat, kocht er gerne mal selbst. Der Graf als Koch, früher undenkbar. Seine Großeltern hatten noch eine Köchin. Ja, das waren ganz andere Zeiten. Es gab im Esszimmer drüben über dem oder an dem Kronleuchter sogar eine Klingel. Und da wurde dann geklingelt, wenn der nächste Gang kommen sollte oder wenn die Katastrophe passiert war. Wer weiß, auf jeden Fall gab es das, ja. Aber mir fehlt da persönlich gar nichts. Ich würde lieber selber mein Risotto haben. Risotto ai funghi. Sein Vater und er essen oft zusammen. Die beiden haben eine Freundin, leben aber alleine in ihrer Burg. Fast schon eine Männer-WG. Wie funktioniert das? Nein, wir haben festes Reglement, wann man zu wem kommt, ohne dass man vorher anruft. Normalerweise ruft man an. Und ansonsten gibt es natürlich so gewisse Rituale. Und 4-mal in der Woche Mittagessen gemeinsam. Das ist ja hier vom eigenen Sohn gekocht. Kommt das öfters vor? Also wenn er gut gelaunt ist, dann schmeckt es auch. Also es macht immer Freude. Er kann was. Er kann sogar ein Mehrgangmenü zaubern, was ich nie konnte. Ich war immer zu faul. Ich habe gesagt, nein, das machen andere. Und er ist jetzt die neue Generation und die kocht für sich selbst. Und jetzt ist vor lauter Lob das Essen kalt geworden. Er war mal gut. Nein, ist gar nicht so schlecht. Sie haben es sich gemütlich gemacht, die beiden Adelmänner. Adelmann Junior hat sich unterm Dach ein Tonstudio eingerichtet, wo er seine eigene Musik komponiert und aufnimmt. Ein lang gehegter Wunsch. Platz genug hat er ja jetzt auf seiner Burg. Auch um sich so manch anderen Traum zu erfüllen. Hoch über dem idyllischen Jagsttal liegt Schloss Langenburg. Seit dem 13. Jahrhundert ist es im Besitz der fürstlichen Familie Hohenlohe. Und heute bewohnt und bewirtschaftet es Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg gemeinsam mit seiner Frau Saskia. Herzlich willkommen auf Schloss Langenburg. Wir haben eine spannende Geschichte zu erzählen, denn heute vor 50 Jahren ist der Wiederaufbau des Schlosses fertiggestellt worden, was 1963 abgebrannt ist, eine katastrophale Nacht. Und wie das alles passiert ist und wie das die Leistung des Wiederaufbaus gewürdigt wird, zeige ich Ihnen gerne heute. Kommen Sie doch mit rein. Vor 12 Jahren übernahm Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg das Schloss. Sein Vater war gestorben und so wurde er von jetzt auf gleich zum Schlossherr dieses riesigen Residenzschlosses.
Heute erinnert fast nichts mehr an die große Brandkatastrophe, die Anfang der 60er Jahre das Schloss heimsuchte. In einer kalten Nacht im Januar 1963 löste ein kaputter Kamin im Ostflügel des Schlosses den Brand aus. Eine Hausgehilfin entdeckte ihn. Die Löscharbeiten waren schwierig, bei Nebel und Temperaturen um minus 20 Grad. An die 280 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz und riskierten viel, um den Schlossbrand einzudämmen. Der Großbrand hatte trotzdem verheerende Folgen. Der Schlossherr, Kraft Fürst zu Hohenlohe-Langenburg, war damals erst 27 Jahre. Seine Mutter und er standen vor einem riesigen Trümmerhaufen. Die Bibliothek des Schlosses zeugt heute noch von der großen Brandkatastrophe. Schlichte Stahlträger statt der gediegenen Regale. Der Fürst führt seine Mutter heute hierher. Sie hatte damals beim Wiederaufbau die Innenausstattung übernommen. Die Baronin ist heute zum ersten Mal nach langer Zeit wieder auf Schloss Langenburg. Den Brand hat sie genau dokumentiert. Ihr damaliger Mann, zu der Zeit noch blutjung. Mit 27 muss man sich vorstellen, er steht da und es brennt ab und du kannst nicht machen, du kannst nicht löschen, es ist zu kalt. Also ihm muss wirklich wortwörtlich kotzübel gewesen sein und Angst und Zustände. Ich glaube, er hat, glaube ich, gesagt, er ist sogar in den Schlosspark gegangen und hat einfach schweiben müssen. Es war für ihn wirklich ein Drama. Und dann hat er sich hauptsächlich gekümmert um die Rettung der Papiere, die wichtigen Dokumente, was im Safe war und solche Sachen, wo wir im Büro gewesen waren. Und zum Glück kam der Brand ja nicht dorthin, aber oben drüber war das auch wie ein Kamin, da zog dann der Rauch durch. Ja. Und da sieht man da. Zu der Zeit war sie noch nicht die Frau des Fürsten. Ich hatte ihn 2 Jahre davor kennengelernt in Spanien. Ich glaube, wir haben keinen Eindruck aufeinander gemacht, außer dass er dachte, ich wäre eine deutsche Weinkönigin. Ich sah sicher sehr danach aus. Und ich habe aber in der Zeitung, ich war gerade aus Amerika zurückgekommen und war in München und habe es in der Zeitung gelesen. Oh, oh. Die beiden wurden doch ein Paar und heirateten. Charlotte, Prinzessin von Croix, war seinerzeit eine selbstbewusste Kunsthändlerin. Und für sie war es eine spannende Aufgabe, das Schloss wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die junge Schlossherrin lebte erstmal in einer großen Baustelle. Und dann wurde sie auch Mutter. Ein Schloss wieder aufzubauen und dazu 3 Kinder großzuziehen, ein ziemliches Programm. Ich glaube, ich habe es mir nicht überlegt. Ich sah das, wie ich Ihnen sagte, als Aufgabe und als Challenge. Eine Challenge, zu Deutsch Herausforderung, war das in jedem Fall. Und sie konnte die nur meistern, weil sie als Mutter den Kindern auch viel Freiraum im Schloss ließ. Und dann einmal habe ich entdeckt, meine jüngste Tochter hat die einen Skihelm aufgesetzt, sie in einem Karton gesetzt und Philipp und Cécile haben sie die schwarze Treppe, die hintere Treppe runtergeschickt mit, und die Tür aufgemacht von dem Zimmer davor und sie runtergekleidet. Ein Experiment, um die Erdanziehungskraft zu testen mit einem jungen Mädchen. Und das funktionierte sehr gut, muss ich sagen. Sie wurde sehr schnell. Ich habe das Gott sei Dank erst nachher erfahren. Überall im Schloss Erinnerungen für die Baronin. Erinnerungen an die Zeit, als sie hier als junge Frau und Mutter das Zepter schwang. Und es gibt noch eine, an die sich die Baronin heute noch sehr gut erinnert. Bertel Münze. Die damalige Hausgehilfin, die den Brand seinerzeit entdeckte. Sie ist in der Nacht aufgewacht vom Rauch und hat dann als erstes ihren Liebhaber geweckt, nicht meinen Vater, den Intendanten und zuerst den geweckt. Und sie hat damals beim Staatsbesuch von der Königin 65 die Königin bedient. Und da stammen halt so Anekdoten draus, die den Leuten einfach Spaß macht zu erzählen. Und somit haben wir uns überlegt, diese Person als Sonderführung im Schlossprogramm mit aufzunehmen. Und das ist auch sehr erfolgreich. Ich muss euch doch etwas zeigen, gell? Ach, nee. So ein schöner Saal, gell? Und wenn ich euch das zeige, gell? Also da im Eck ist der Ofen gestanden, von dem aus der Brand losgegangen ist, gell? Die Kronenwirtin macht es auch ganz gut und schnattert fürchterlich viel. Da lernt man nicht über die Baugeschichte, aber man hört halt, wie so das Schlossleben damals stattfindet. Lebt sie auch läuft sie auch im Kreis, so nein, wie die Bertel das immer gemacht hat? Nein. Sie ist immer so gewetzt, mit ihrem im Kreis drehen, mit dem steifen Hals. Körperlich ist es damit sie alles sehen konnte. Schloss Langenburg. Wie damals ihre Schwiegermutter, so ist heute Saskia, Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg, die Schlossherrin. Überall packt sie an,
Die Veranstaltungen und Hochzeiten sind ihr Bereich. Ihren Mann hat sie während des Studiums in München kennengelernt. Als ihr Schwiegervater kurz nach der Hochzeit starb, zogen sie nach Langenburg auf das Schloss. Ein moderner, also Märchen kann man es natürlich nicht mehr nennen heutzutage. Ja? Also es ist wirklich eine große Aufgabe. Die Investmentbankerin hat vor allem die Aufgabe, das Schloss wieder mit Leben zu füllen und entsprechend Geld zu erwirtschaften. Wichtig ist einfach zu sehen, dass sich die Rolle auch ein bisschen geändert hat, der Frau. Also früher hat die Fürstin sozusagen mehr für den Privatbereich sich drum gekümmert und hat sich die Räume eingerichtet und es einfach schön gemacht. Und heutzutage ist man eigentlich eher Manager in einem kleinen Betrieb. Also im Prinzip bin ich mit meinem Mann zusammen verantwortlich für Personalentscheidungen, für Organisation, für Strategie. Wir machen ganz viele Gespräche darüber, was könnten wir hier noch Neues machen. Ganz aktuell kann Saskia Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg ihrer Schwiegermutter die neuen Ferienwohnungen in der Remise neben dem Schloss vorführen. Und jetzt haben wir hier die zwei Wohnungen, eine Schloss. Ich freue mich besonders zu sehen, dass die nächste Generation, mein Sohn und Schwiegertochter, das so toll anpacken und das in die moderne Welt mit Nachhaltigkeit weiterführen. Da hat man das Gefühl, für mich auch, wenn ich zurückblicke, das gibt das, was ich getan habe und was wir damals getan haben, wir haben das ja auch alles gemeinsam gemacht, gibt es einen Sinn. Ein großer Tag für die Burg Dreis in der Vulkaneifel. Hans-Günther Hoffmann von Goretzky-Kornitz trifft die letzten Vorbereitungen. Die Burg soll heute gesegnet werden. Das ganze Dorf ist dazu eingeladen. Hier haben wir jetzt die Vorrichtung aufgebaut, sprich die Leiter zum Häuschen, wo der Heilige Josef danach der Segnung seinen Platz finden soll. Wichtig ist es mir, diesen Tag heute zu machen als Dorfgemeinschaftstag, weil ich also sehr nett aufgenommen worden bin in dieser Gemeinde. Man ist sehr offen, ehrlich mit mir umgegangen, sehr hilfsbereit. Einziger Wermutstropfen, Jacki, sein Mann, kann nicht kommen, da er heute wieder im Theater spielen muss. Ein bekannter Diakon aus Köln wird hier an der Burg heute den Gottesdienst halten. Dem Malermeister war die Einsegnung ein Herzenswunsch. So viel Glück, was ich im Leben gehabt habe, das kommt nicht von ungefähr. Irgendwo wird es gesteuert und ich denke mal, dann gehört einfach der Gottesdienst und die Segnung mit dazu. Danke dir. Viele Freunde und Bekannte mischen sich unter das Eiflervolk. Die Eltern aus dem Siegerland sind angereist und natürlich darf Nachbarin Martha auch nicht fehlen. Ich wusste ja nicht, dass der so gedollig war. Ja, das finde ich gut. Ja, das ist ein schönes Zeichen. Die Bewohner von Dreisbrück sind froh, dass ihre Burg jetzt wieder einen Burgherrn hat. Für Ortsbürgermeister Michael Jax ein Glücksfall. Mittlerweile ist das ein echtes Schmuckstück geworden. Wertet dann auch den ganzen Ort auf. Insbesondere hier für die Durchfahrenden natürlich auch. Aber auch für die Bürger ist es sehr wichtig, dass wir wieder eine Anlaufstation haben, wo sie Kaffee trinken gehen können. Und überhaupt, das ist natürlich ein echter Hingucker für uns. Der Diakon und Kabarettist Willibert Pauls ist aus Köln angereist, um den Gottesdienst zu halten. Eifel, ja? Bei diesem Auto wäre dann die Wetterseite verschiefert. Ja. Der große Moment. Der heilige Josef soll ab jetzt der Schutzpatron der Burg sein. Segne die kleine Figur deines Pflegevaters, Lehrvaters Josef. Wahrscheinlich das erste Mal, dass Fenstern gesegnet wird.
Die Leute haben eine Ahnung davon, sie haben ihre Bilder ganz tief in sich, die sie erträumen. Und dazu gehört eben auch dazu Märchen, Schloss. Ich baue dir ein Schloss, so wie im Märchen. Das heißt, es wird ganz tief was angestoßen. Und von daher war ich auch sofort bereit, als der Hans Günther und der Jacki eigentlich, Gulch Hennesschen, mich fragte, ob ich hier zur Einweihung und das übernehmen könnte. Klar. Ja. Nicht gesucht und doch gefunden, den Ort mit seinem offenen Arm. Zum Festtag hat der Malermeister auch eine Hymne auf die Burg erdacht und selbst getextet. Jetzt ist mein Traum vollständig, so wie ich es auch schon gesagt habe. Also ich musste mir schon zwischendurch so die Tränchen verkneifen. Die Burg mit ihren Türmen zog mich in ihren Bann. Zurück in die Südeifel zum Schloss Kevenich des Dachdeckermeisters Francis Weyrich. Im Erdgeschoss noch immer Baustelle im großen Stil. Und dann die Überraschung. Auf 200 Quadratmetern haben sich Denise und Francis Weyrich eingerichtet. Sie wohnen jetzt nicht mehr im Gesindehaus, sondern im Schloss. Und das mit allem Luxus und Komfort. Die Möbel haben sie sich hauptsächlich im Internet zusammengesucht. Geschmacklich waren sie sich meistens einig. Für mich ist das die Sache, dass wir wirklich Raum für Raum machen. Dass wir uns Zeit lassen können. Und das entwickelt sich dann anders. Wir hatten zum Glück wirklich die Möbel zusammen, ehe der letzte schlief, ehe die Leitungen gelegt wurden. Und da konnte man so genau... Mit Meter und mit Kreide haben wir überall schon an die Wände gemalt, wo was hinstehen kommt. Der Einzug ins Schloss, fast spielerisch. Es hat super Spaß gemacht und ging auch relativ schnell, da wir vom Gesindehaus einfach alles rübergenommen haben. Und wir mussten ja nicht in diesen Umzugkissen einpacken, das war schon praktisch. Es ist eine andere Ruhe. Man hat Zeit, um sich gehen zu lassen, sag ich. Auch wenn man jetzt, ich sage, Hackschnipsel macht oder Rasen mäht oder solche Sachen, wo man andere sagen, oh Gott. Aber man kann sich, ich sag mal, die Seele baumeln lassen. Es ist schön, wirklich die Natur, auch wie jetzt, wenn die Blüten kommen und die Blätter und alles, also das ist schon faszinierend. Und auch die drei Söhne Luc, Thierry und Nick ziehen noch immer mit. Das Schlossleben hat ihnen ganz neue Perspektiven eröffnet. Langweilig wird es ihnen auf jeden Fall hier nicht. Sie leben mit Teich und Tieren. Ein bisschen wie in einem Mikrokosmos. Direkt neben dem Schloss im Gesindehaus haben sie sich jetzt richtig ausbreiten können. Die Eltern sind dort ausgezogen, die Computer in vollem Betrieb. So ganz ohne elterliche Kontrolle klappt das? Das ist vielleicht für Außenstehende komisch zu verstehen, aber das ist ungefähr so, wie viele Menschen wohnen ja auch, dass die Eltern unter einem wohnen und man wohnt selber oben in der Wohnung. So ungefähr ist das. Also, die Eltern sind zwar da, aber man braucht es eigentlich nicht. Ne? Und einmal am Tag ruft die Schlossglocke zum Essen mit der ganzen Familie. Das haben die Weyrichs auch von Anfang an so gehalten. Die Arbeiten im und am Schloss müssen besprochen werden. Ohne die Hilfe von unseren Kindern und dass wir zu 5 bis 6 Personen jeden Tag hier sind, brauchen wir das, dass wir zusammen essen und dass wir darüber diskutieren, wer was wo macht. Wir haben natürlich jetzt mehr, ich sag mal, Projekte oder Sachen, wo man darüber sprechen kann, wie wenn es irgendwo in einem normalen Haushalt heißt, du trägst jetzt den Mülleimer raus und dann fängt man darüber an zu streiten. Wir haben halt schönere Sachen. Vorbereitungen für ein Fotoshooting im Schloss.
Fotograf Stefan Schlösser aus Irl erstellt heute die Fotos für die Flyer, die das Trauzimmer auf Schloss Kevenich bewerben sollen. Das Trauzimmer ist gerade fertig eingerichtet und schon bald sollen hier Hochzeiten stattfinden. Was Denise und Francis Weyrich anpacken, das gelingt. Guck mal, der kommt da raus. Wir haben Glück. Das klappt einfach spontan. Wir sind nett. Die alte Scheune neben dem Schloss, ein idealer Ort für Veranstaltungen und Ausstellungen. Denise und Francis Weyrich wollen jetzt anfangen, sie dafür zu nutzen. Wir wollen mit den Körpricher Leuten halt zusammen feiern. Und wir sind auch guter Dinge, dass ein paar kommen werden. Auch Prominenz ist an Bord. Der in Körperich aufgewachsene Maler Dieter Nussbaum wird heute hier seine neuesten Werke zeigen. Normalerweise hängen seine Bilder in einer bekannten Kölner Galerie. Ich bin sehr heimatverbunden und als jetzt die Anfrage kam, Dieter, möchtest du gerne hier ein paar Bilder aufhängen, das ist ja von der Anzahl sehr beschränkt, da habe ich direkt gesagt, ja, das würde ich sehr gerne tun und es hat insofern einen exklusiven Charakter, als dass die Bilder bisher noch niemand gesehen hat. Also heute Abend eine Weltpremiere auf Schloss Kevenich. Und es füllt sich auf dem sonst so ruhigen Schloss Kevenich. Viele der Besucher sind körperlicher und begrüßen es, auf dem Schloss feiern zu können. Hier war alles immer verschlossen. Es war eine private Sache. Und das hat sich jetzt halt ein bisschen gewandelt. Jetzt ist das ein bisschen offen. Und da profitieren wir alle davon. Sie haben die erfahren, hier wird demnächst geheiratet. Das, mehr positiv gibt es hier nicht. Und das neue Trauzimmer, das führt die stolze Schlossherrin auch gleich vor. Ich möchte am liebsten noch mal heiraten. Also wir sind schon sehr stolz auf das, was bis jetzt geleistet wurde. Ich bedanke mich auch da sehr bei meiner Frau, denn alleine und auch bei den Kindern alleine ist das unmöglich. Wir sind ein super Team geworden und machen das gerne zusammen und sind gespannt, was noch alles kommt. Und es wird noch einiges kommen auf Schloss Kevenich. So viel ist sicher. Hoch über dem Rhein thront die Reichenstein. Die Industriellenfamilie Kirsch-Puricelli baute sie bis 1902 als neugotische Burg aus. 1986 verkaufte der letzte Nachkomme der Familie die Burg. Mittlerweile ist sie wieder im Besitz eines weiteren Nachkommens. Lambert Lensing-Wolf hat Burg Reichenstein zurückgekauft. Ja, wir haben sie vor anderthalb Jahren übernommen, weil wir gesehen haben, dass sie so langsam zusammenfällt und vor dem Zusammenfall wollten wir sie retten und sie wieder die alte Puricelli-Geschichte wieder aufleben lassen. Doch als riesiges Wochenendhaus kann sich selbst ein Verlagseigentümer eine Burg nicht leisten. Schon der Vorbesitzer hatte das ehemalige Kutscher- und Verwalterhaus in ein Restaurant und Hotel verwandelt. Lambert Lensing-Wolf ließ anderthalb Jahre lang Hotel und Restaurant umbauen. Knapp eine Woche vor der Eröffnung wird immer noch gestrichen und sogar die Einrichtung fehlt noch in einigen Zimmern. Vieles ist neu, aber im Stil der Jahrhundertwende, als die Burg erbaut wurde. Ist die denn hier jetzt schon? Ja, das macht ganz viel Freude hier, dieses Gebäude, dieses Denkmal von meinen Urgroßeltern zu erhalten. Und dafür müssen wir es auch auf Vordermann bringen, damit es nachher ein tragfähiges Geschäft gibt, damit wir mit dem Tourismus so viel Bestand schaffen, dass wir es auch in die nächsten Generationen bringen können. Das zweite wichtige Standbein, das Restaurant. Das hat der Unternehmer nicht verpachtet, sondern er führt es gemeinsam mit dem Koch und dessen Frau.
Hier ist die Familie oft zum Essen. Die Lensing-Wolfs kommen jedes zweite Wochenende von Dortmund an den Rhein. Ja, also irgendwie hingen wir schon seit Kindertagen, als hier noch mein Großonkel war und dann später mein Onkel, hing irgendwie mein Herz dran. Und dann, als der Vorbesitzer signalisierte, dass er eigentlich nicht mehr wollte, dann haben wir gesagt, okay, dann werden wir da einspringen und versuchen, es wieder auf die Beine zu stellen. So brachte der Unternehmer Burg Reichenstein wieder zurück in den Familienbesitz. Seine Mutter war skeptisch. Ihre erste Reaktion? Oh Gott, wie kann man nur sowas überhaupt angehen wollen? Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war es eine gute Idee. Und ich bin auch sehr froh drum, dass es wieder in die Familie zurückgekommen. Ihr Großvater hatte die Burg zum Familiensitz umbauen lassen. Viele Quadratmeter für eine Familie und die Bediensteten. Aber diese opulenten Zeiten sind lange vorbei. Schon vor mehr als 70 Jahren wurde ein Großteil der Burg in ein Museum umgewandelt. Die Kirsch-Puricellis, die Erbauer der Burg, lebten hier ihren Traum vom Mittelalter. Der Verleger hat keine Zeit zum Träumen. Auf der Burg gibt es immer etwas zu reparieren. Die Öfen im Eingangsbereich sind Erinnerungsstücke aus der Rheinböller Hütte. Die war das Fundament des Reichtums der Puricellis. Das waren ja Migranten aus Italien vom Comer See. Und die haben dann in diese Eisenhütte eingeheiratet und die dann auch richtig zur Blüte gebracht und zum Erfolg. Das waren sehr tüchtige, fleißige Unternehmer und Ingenieure und die haben das zu einem tollen Geschäft gemacht. Seine Großmutter, eine geborene Kirsch-Puricelli, wuchs auf der Burg auf. Für Lambert Lensing-Wolf ist es wichtig, dass sie hier wieder ihren Platz findet. Die Familie hatte für fast jede Freizeitbeschäftigung einen eigenen Raum. Eine Bibliothek, ein Atelier, ein Zimmer zum Kartenspielen und natürlich. Das war das Musikzimmer. Meine Urgroßmutter hat sehr viel musiziert, hauptsächlich Klavier gespielt. Hier finden wir auch noch ihre alten Noten in den Schränken. Und wenn sie nicht Klavier gespielt hat, dann ist sie abends auf die Orgelempore gegangen. Da gab es einen direkten Weg von ihrem Schlafzimmer über einen kleinen Steg direkt zum Orgeltisch. Die Familie war sehr gläubig und hatte auf der Burg ihre eigene Kapelle. Auch heute spielt sie für die Nachkommen eine wichtige Rolle. Proben für die Eröffnung des Hotels. Ein Konzert in der Kapelle wird Teil des Programms sein. Aber nicht überall in der Burg ist Museum. Im oberen Stockwerk hat die Familie Lensing-Wolf ihr Wochenenddomizil. Der Verleger hat hier endlich Platz für seine Erbstücke gefunden. Das ist eine alte Uhr, die aus Schloss Lisa stammt, die ich aus der Erbschaft meiner Großmutter habe und die hier wieder einen schönen Platz gefunden hat. Also eine Uhr, die wieder quasi in ihr Elternhaus zurückgekommen ist. Die Geschichte der Burg und ihrer Bewohner. Lambert Lensing-Wolf hat ein Faible dafür. Seine Großmutter Marie-Lise verbrachte ihre Kindheit auf der Reichenstein. Freunde und Verwandte kamen gerne zu Besuch. Mit 21 Jahren verlobte sich Maria Kirsch-Puricelli mit ihrem Cousin Freiherr von Schorlemmer. Die Hochzeit feierten sie auf der Reichenstein. Damals war die Burg umgeben von einem Park und vielen Weinbergen. Davon ist heute nichts mehr übrig. 30 Jahre lang wucherte hier alles zu.
Den Wildwuchs hat der neue Burgherr roden lassen, denn er will, dass es auch um die Burg herum so aussieht wie früher. Ja, jetzt wollen wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr die Reben wieder pflanzen und die Ziegen helfen uns so lange, das Grünzeug klein zu halten. Mit ihnen hat er eine zusätzliche Attraktion für seine Kinder. Das Unternehmen Burg fordert viel Zeit, die Lambert Lensing-Wolf aber gerne hier verbringt. Schließlich ist Reichenstein kein gewöhnliches Unternehmen, sondern die Burg seiner Vorfahren. Hoch über dem jungen Neckar erhebt sich die Weitenburg. Seit fast 300 Jahren im Besitz der Freiherren von Rassler. Viele Generationen hinterließen hier ihre Spuren. Seit einigen Jahren führt das Schloss in der 9. Generation und mit vielen neuen Ideen Max Richard von Rassler. Schloss Weitenburg ist einerseits die Pflicht, ein Familienerbe zu erhalten und dann die Freude an der Pflicht, nämlich das Beschäftigen mit Kunst, mit Historie, mit Antiquitäten. Der neugotische Flügel ist der letzte Teil des Schlosses mit Privaträumen. Der Vater des Barons hatte bereits begonnen, einen großen Teil von Schloss Weitenburg für Hotelgäste zu öffnen. Max Richard von Rassler leitet schon seit vielen Jahren das Schlosshotel in Familienbesitz. Hallo, Herr Heister. Herr Baron. Wie ist die Lage bei Ihnen? Soweit so gut. 2 Reservierungen. Das heißt, wir sind heute Abend gut besucht und relativ ausgebucht. Wunderbar. Sehr gerne, Herr Baron. Zum einen wollte ich schon immer das Hotel übernehmen. Das war schon immer mein Wunsch, mein Berufswunsch. Und darauf habe ich auch meine berufliche Laufbahn ausgerichtet. Dass ich aber sozusagen der Chef von dem gesamten Besitz werde, das war so nicht vorgesehen. Das sollte ursprünglich mein älterer Bruder machen, der aber durch einen Aufenthalt in New York sich anders entschieden hatte und dann kam ich sozusagen zum Zug. Schon mit 30 Jahren übernahm der junge Baron die Leitung des Hotels. Sein Vater war passionierter Jäger und Reiter. Der Junior hatte von jeher ein Faible für die feinen Künste. Früher arbeiteten sie im gleichen Büro, teilten sich die Sekretärin. Bitte senden Sie uns die Kopie. Max Richard Senior verwaltete den Land- und Forstbesitz von Schloss Weitenburg. Dasselbe Büro heute. Erst nach dem Tod seines Vaters vor einigen Jahren wurde der Junior der alleinige Chef und kann das Schloss jetzt nach seinem Gusto gestalten. Nicht nur den Sekretär der Großmutter ließ er aufarbeiten. Hier musste ein neuer Geist in die alten Räume hineingebracht werden. Und darum haben wir wirklich eine Generalsanierung des Raumes oder der Räumlichkeiten vorgenommen und aber auch die Einrichtung komplett ausgetauscht. Für mich ist es wirklich eine große Freude, Räume zu gestalten, alt und neu zu kombinieren und in so einem Haus, was ja über Jahrhunderte immer wieder verändert wurde, meine eigenen Akzente zu setzen. Obwohl es schon viele Antiquitäten im Schloss gibt, Baron Rassler kauft gerne weitere Antiquitäten, am liebsten auf Auktionen. Nach einem Gobelin hatte er lange gesucht. Früher hingen da englische Jagdstiche, die ich nie so gerne mochte. Und dann wurde ich fündig in dieser Auktion. Und das war ein großes Abenteuer, nicht nur bis er von New York hierher war, sondern bis er auch hier aufgehängt war mit allen Widrigkeiten eines Gerüstes und einer Aufhängung. Und jetzt hängt er hier seit 3 Jahren und ich habe wirklich jeden Tag eine Freude an diesem Stück. Das eigentlich von der Tafel des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., stammt aus Berlin. Das Tolle an diesem KPM-Geschirr ist eben das Signet des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Seine Erbstücke setzt Baron Rassler gerne gut in Szene, auch wenn er nicht alle wirklich mag. Mein Urgroßvater war ein ganz passionierter Jäger und mein Vater auch. Von
diesen beiden stammen die vielen Trophäen, die hier überall im Haus herumhängen. Ich selber gehe nicht auf die Jagd, zumindest nicht nach Tieren, sondern meine Jagd gilt Antiquitäten. Und diese Jagd kommt dann auch den Hotelzimmern zugute. Das Himmelbett in der Hochzeitssuite hat der Baron in New York ersteigert. Keine wirkliche Antiquität eigentlich. Amerikanisch, aber ich denke, im Umfeld eines Schlosses passt es gut und wirkt es auch authentisch und ist ja auch so ein bisschen Traumprinzessinnenstil. Um seinen Traum vom Prinzen im eigenen Schloss weiter aufrechtzuerhalten, bewohnt Baron Rassler mittlerweile nur noch 4 Räume. In seiner Wohnung hat er einen Kompromiss zwischen alt und neu gefunden. Abends schmökert er am liebsten in Auktionskatalogen oder er schmiedet Pläne für sein Schloss. Sein neuestes Projekt, der Schlosspark. Der war so gut wie verschwunden, nachdem seine Eltern ihn als Weide für ihre Pferde benutzten. Davor, in den 50er Jahren, wurde der Teich zu einem Schwimmbad umgestaltet. Dann verwilderte alles. Der Baron ließ den Wildwuchs entfernen und gab eine Studie in Auftrag, um herauszufinden, wie der Park früher aussah. Ich bin nun kein Pferdefan und darum war das natürlich schon eine Entehrung dieses Parks, 40 Jahre lang als Pferdeweide zu dienen. Und nun möchte ich den historischen Zustand wiederherstellen und diesen englischen Landschaftspark des 19. Jahrhunderts wieder erstehen lassen. Denn zu so einem Schloss wie der Weitenburg gehört einfach auch ein Park. Schöne Pläne für die Zukunft von Schloss Weitenburg. Aber wer soll das Schloss irgendwann einmal übernehmen? Der Baron ist ledig und hat keine Kinder. Da gibt es Neffen, Nichten, Patenkinder und die sind bestimmt geeignet, oder ist einer oder eine bestimmt geeignet, dieses Erbe zu übernehmen und auch in meinem Sinne weiterzuführen. Schloss Lieser, Ende April 2016. Schon seit 6 Jahren wird das Schloss an der Mosel renoviert und zu einem 5-Sterne-Hotel umgebaut. Die Kronleuchter können gehängt werden. Originalstücke gab es kaum noch, als Piet Kilaas das Schloss kaufte. Deshalb haben er und seine Lebensgefährtin die Kronleuchter speziell anfertigen lassen. Sehr zufrieden. Und es hat alles gepasst. Es kamen 60 Kronleuchter an und ca. 150 Wandlampen bisher. Es kommen noch mehr. Das war die erste Lieferung. Und davon hat wirklich alles perfekt, auch von den Größen, vom Maß und Zimmer. Wir haben ja jedes Zimmer eine andere Größe. Und alles hat gepasst von den Dimensionen. Es war ganz, ganz erstaunlich und großartig, wie das gelaufen ist. Selbstverständlich war das nicht. Schließlich haben die Kronleuchter eine lange Reise hinter sich. Sie wurden in den Niederlanden bestellt, in Ägypten gefertigt, nach Rotterdam verschifft und von dort an die Mosel gebracht. Auch die Küche ist mittlerweile eingerichtet. Modernste Küchentechnik und einige Spielereien. Sogar hier hat Piet Kilaas Wert auf stilechtes Ambiente gelegt. Ja, das war mir wichtig, um zu sorgen, dass es Fliesen sind, die natürlich alle Vorschriften entsprechen, aber trotzdem das Gefühl geben, dass die Küche auch zum Schloss gehört. Wirklich eine Küche, die auch so separat von den Installationen natürlich aus einem anderen Zeitalter sein konnte. Schloss Lieser ist zwar immer noch nicht fertig, aber es gibt schon viel zu sehen. Piet Kilaas hat Lambert Lensing-Wolf eingeladen, den Besitzer von Burg Reichenstein. Der hat als Kind viel Zeit bei seiner Großmutter, der Baronin, auf diesem Schloss verbracht. Toll ist es geworden. Sie bringen uns wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Sie bringen uns den Frühling an der Mosel. Herrlich. Ja, nicht nur den Frühling. Ich habe auch noch ein kleines Präsent mitgebracht. Danke, dass du was für mich mitgebracht haben. Aha, das passt gut in der Treppe hier. Genau, schön. Ist auf der anderen Seite. Ja. Der Enkel der ehemaligen Besitzerin ist gespannt, welche Fortschritte die Renovierungsarbeiten gemacht haben. Guten Tag.
Ja, das ist ja auch ganz wieder in einen Top-Zustand gekommen. Das war, glaube ich, so ziemlich der, der zerstörteste Bereich, ja, vor allen Dingen da, die Fresken. Ne? Ja, die Fresken waren aber ganz. Hier kam das Wasser durch die Decke. Ja, ne? Der war ganz kaputt, ja, der Decke. Die Eingangshalle in neuem, altem Glanz. Pitkilars hat sie so noch nie gesehen, denn als er das Schloss kaufte, hat es lange leer gestanden. Ein Wasserrohrbruch hatte im Treppenhaus große Schäden angerichtet. Als Marie-Lise von Schorlemer-Lieser starb, übernahm keines ihrer Kinder das Schloss. Der älteste Sohn, der alles geerbt hätte, war schon im Krieg gefallen, die Erbfolge durcheinander geraten. Und dann war Chaos in der Familie, glaube ich. Erstmal ging alles wieder zurück an die Großmutter. Und dann wurden die Weinbetriebe auf die verbliebenen Söhne verteilt. Und das vermutlich führte dazu, dass es so eine Aufsplittung des Betriebes gab. Und dieses Haus hatte eigentlich keinen Wirtschaftsbetrieb mehr wirklich. Bis auf die Weinberge, die hinterm Haus lagen. Und ich glaube, dadurch gab es am Ende niemanden mehr, der in der Familie, der dieses Haus übernehmen wollte, weil einfach die wirtschaftliche Grundlage fehlte. Und so wurde nach dem Tod der Baronin auch das Inventar des Schlosses auf Lambert Lensing Wolfs Tanten und Onkel verteilt. Der Unternehmer ist froh, dass er einige Erbstücke wieder zusammen hat. Schöne Uhr. Ja, das ist die Uhr, können Sie dann bei uns wieder besichtigen. Die ist irgendwann mit den beiden Leuchtern zu uns gewandert und steht jetzt auf Reichenstein. Ob Pitkilars dazu Zeit hat. Wenn das Hotel endlich fertig ist, will er sich jedenfalls nicht aus dem Schloss zurückziehen. Ich will selber sicher mit Unternehmer sein, Betreiber sein hier. Weil ja, ich bin auch in dem Alter, dass ich meine normale Arbeit langsam niederlege. Und ich finde es schön, um hier noch eine Zeit lang des Lebens Unternehmer zu sein an der Mosel. Und Pitkilars ist zuversichtlich, dass auch die Reichen dem Charme von Schloss Lieser erlegen werden. Die Anreise ist übrigens kein Problem. Der Hubschrauberlandeplatz ist bereits angelegt. Im Herzen des deutsch-luxemburgischen Naturparks, direkt neben der romanischen Johanniterkirche St. Peter, thront seit 800 Jahren Schloss Roth. Seit 1958 ist das Schloss im Besitz der Familie Eggen. Der Immobilienmakler Ton Eggen übernahm es von seinem Vater. Willkommen auf Schloss Roth. My home is my castle. Ja, und bei mir ist es dann mitgefangen, mitgehangen. Weil es ist natürlich eine große Herausforderung. Hier ist immer etwas los. Wenn wir oben fertig sind, können wir unten schon wieder anfangen. Das Gefühl kennen so ziemlich alle Schlossbesitzer. Ton und Claude Eggen führen hier in dem alten Gemäuer mit ihren beiden Kindern Miller und Vic ein ganz normales Familienleben. Als Ton Eggen 7 Jahre alt war, kaufte sein Vater das durch den Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Schloss. Aus Holland zog die ganze Familie in den kleinen Ort Roth an der Ur. Ton Eggen hatte eine glückliche Kindheit auf dem Schloss. Als er heiratete, wohnte er mit seiner Frau in einer ganz normalen Stadtwohnung. Für ihn, der im Schloss groß geworden war, eine Qual. Also für mich war das ganz praktisch, muss ich ja sagen. Aber mein Mann konnte nicht da wohnen. Er musste wieder hierher. Also wie ein Blümchen ohne Wasser. Das ist nichts für ihn, auf lange Dauer. Ton Eggen zog samt Familie wieder ins Schloss. Auch um sich richtig um das alte Gemäuer kümmern zu können. In einem großen Schloss zu wohnen, das war für Miller und Vic am Anfang noch etwas Besonderes. Als ich klein war, da habe ich immer damit angegeben, jetzt habe ich damit aufgehört. Also damals da war ich so 4 Jahre alt, da habe ich so gesagt, ja, ich bin ein halber Prinz, weil ich auf einem Schloss wohne. Und jetzt habe ich wirklich damit aufgehört, jetzt ist es mir fast schon peinlich. Ton Eggen fasziniert die Geschichte des Schlosses. Seit dem 18. Jahrhundert hat hier die angesehene Familie André gelebt. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss schwer beschädigt. Die Witwe des letzten Eigentümers konnte es nicht halten. Sie musste es mit ihren Kindern verlassen.
Als ihre beiden Töchter schon erwachsen waren, kamen sie im Urlaub wieder öfter zum Schloss, trauten sich aber nicht hinein. Die beiden waren eigentlich noch so von ihren Gefühlen gefangen, dass sie nicht reinkommen wollten. Sie wollten nicht in das Schloss reinkommen, weil das noch so sehr wehgetan hat. Einmal schauten sich die beiden Damen ihr altes Zuhause dann doch wieder von innen an. Und ab da war der Bann gebrochen. Eine tiefe Freundschaft aus Verbundenheit zum Schloss begann. Dann haben sie irgendwann gesagt, weißt du, wenn wir mal sterben, unsere Sachen, wir haben eigentlich keinen besseren Platz als das Schloss in Roth, wo sie herkommen. Als die ältere Schwester starb, kamen einige Antiquitäten wieder zurück ins Schloss. Die beiden waren für unsere Kinder immer die Tanten. Wie Tata Zoch, Tata Rotraut, Tata Ingrid, wie richtige Familie. Ein altes Schloss oder viele alte Gebäude haben eine Seele, weil sie eine große Geschichte haben. Es gibt Berührungen, ganz starke Berührungen zwischen der Familie Zoch und uns inzwischen. Leider sind es ganz alte Damen, haben keine Kinder. Keins dieser letzten drei Kinder der Familie Zoch hat Nachkommen. Und es tut mir sehr leid, dass die Familie ausstirbt. Und ich hoffe aber trotzdem ein wenig, ihr Werk fortzusetzen. Genauso wie das meiner Eltern. Toneggen ist es eine Herzensangelegenheit, dass diese Häuser mit ihren uralten Geschichten erhalten bleiben. Er ist Immobilienmakler und hat sich auf Luxusimmobilien und Gebäude mit einem besonderen Charme in Luxemburg und in der Südeifel spezialisiert. Er war es, der das Schloss Kevenich vor 5 Jahren Francis und Denise Weyrich verkauft hat. Zeit für ihn, vorbeizuschauen und sich vor Ort anzusehen, was innerhalb der letzten Jahre aus Schloss Kevenich geworden ist. Wie geht es euch? Gut, fängt das Gehalt aus. Die drei sind vertraut. Als Schlossherren verbindet sie ein Schicksal. Man weiß, wie eng Fluch und Segen beieinander liegen. Toneggen war selbst mal kurze Zeit Besitzer von Schloss Kevenich. Vorher war es eine Aktiengesellschaft, die ein Schlosshotel hochziehen wollte, aber an der Lage scheiterte. Und davor wiederum war ein Schrotthändler Schlossherr. Nichts wollte wirklich fruchten. Und dann kamen Denise und Francis Weyrich und haben Schritt für Schritt das Richtige getan. Es kann jetzt wieder hier standesamtlich geheiratet werden. Der Boden im Trauzimmer ist frisch verlegt. Und das erste Paar hat sich schon trauen lassen. Die waren begeistert, da die auch wussten, dass sie das erste Traupaar seien, das erste Traupaar sind, die hier vermählt wurden. Und es war schon prickelnd irgendwie in der Luft, eine prickelnde Luft, so Atmosphäre. Für die Leute ist es immer das erste Mal, aber für uns war es halt auch das erste Mal. Und wir haben schon ein Viertelstündchen, 20 Minuten gebraucht. Aber dann sieht man auch, wenn die Leute bis warm sind, dass es ist eine schöne Sache. Also heiraten ist immer eine schöne Sache. Es sind Menschen, die dieses Objekt mit sehr viel Liebe behandeln, mit sehr viel Geschmack. Und haben gleichzeitig eine wirtschaftliche Verpflichtung damit gefunden, sodass es auch für sie einen kleinen Nutzen abwirft. Aber ein Schloss zu unterhalten kostet natürlich immer mehr, als der Nutzen einem gibt. Aber es konnte keinen besseren treffen. Also fertig werden wir nie. Es ist halt noch viel Potenzial da. Im Moment haben wir 200 Quadratmeter Wohnung für uns, die genügen uns. Dann haben wir halt noch 800 Quadratmeter Speicher, so sehe ich die Sache. Was für mich noch sehr schön ist, muss ich sagen, auch wie wir dann das abends das Fest hatten mit den Leuten hier, die super lieb und super nett sind und uns teilweise auch sehr unterstützen. Und das tut auch gut bis in den dicken Zeh rein, das ist einfach schön.